Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3 und ohne lang zu schnacken geht's weiter. Die letzte Folge war ja, etwas lang. Wir gucken uns erstmal den Tisch an. Okay. Wir gucken uns erstmal das hier an. Da fehlt auf jeden Fall was. Ja, hier für die drei auf jeden Fall. Hier ist eine Öffnung, okay. Zahnrad. Das. Und das. Okay, jetzt haben wir schon mal Saft. Wir haben noch ein Zahnrad gefunden. Okay, für was auch immer. Ja, wir haben ja jetzt hier drinnen wieder Strom. Na, dann kommen wir in den nächsten Raum, würde ich sagen. Da liegt was, das holen wir uns als erstes. Sonnenuhrmodell. Okay. Sechseckige Fassung ist aber nicht das. Okay, dann einmal wieder raus. Ich glaube wieder hier raus. Na, komm. Ansonsten gab es hier nichts. So. 6 3, genau. So. Aber was soll das hier darstellen? Hä?
Irgendein Gebäude, sich dreht oder so? Oh, okay. Ja. Wow. Ich brauche noch ein Zahnrad. Dann könnte ich das hier drehen. Ja, no. Wo die Sonnenuhr war, ist ein Bedienelement mit diversen Zahnrädern aufgetaucht. Ich muss mir anschauen, welche Funktionen es hat. Hab ich doch gerade. Da fehlt mir halt noch ein Zahnrad. Ich verstehe das hier nur gerade nicht. Auf der linken Seite ist eine Lücke in die Zahnradkette. Kann ich die füllen? In der Z ja. Hä? Da war ich doch gerade. Da geht nichts rein. Meine Güte. Das große Zahnrad, das ich gefunden habe, könnte die Zahnkette auf der linken Seite vervollständigen. Wow. Ich dachte, das hier wären Fassungen für Zahnräder. Oh, Mann, bin ich bescheuert. So. 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 Schwierig gerade. Das ist gerade schwierig. Das connectet nicht. Den Griff, den ich gefunden habe, scheint nicht zum Element zu passen. Er gehört sicher woanders hin in der Nähe. Leck mich doch.
Eine Kugel mit Fassung. Mit der kann ich aber nichts machen. Und das hier war. Was ist das denn? Was? Okay. Ah. So, so, so. Aber das kann ich ja jetzt nicht drehen. Ja, ich will das nicht angucken. Nee, das muss schon dort bleiben. Kann ich das hier irgendwo hinmachen? Nee. Dreieck habe ich jetzt verbaut. Ich glaube, jetzt kann ich eine Zahnradkette bis zur obersten sonst. Aber wie? Nein. Nein. Ah, lol. Okay, wir haben es herausgefunden. Ja. Wir haben immer was mit Planeten in jedem Kapitel zu tun. Also in 1 hat man es, in 2 hat man es und jetzt auch in 3. So. Knopf drücken. Ja. Und jetzt? Ist der Mars. Okay, der nächste Planet ist keine Ahnung, welcher das ist. Ja. Das ist die Erde.
Ach, ich muss nur noch, dass das hier übereinstimmt. Wow. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich muss mich an irgendwas anderem orientieren. Ja, Amerika. So, das ist die Erde. Okay. Ein Linsendeckel. Ach, das muss ich mir merken. Oh Gott. Moment. Ich schreibe mir das auf. Stern ist es mit Strich durch. Mond ist lange, nee, kurzer, langer, langer, kurzer. Und Männchensymbol. Okay, was haben wir denn jetzt hier? TT. Das ist doch bestimmt für hier hilfreich. Nein. TT. Ja, liegendes U und Viereck. Liegendes U und Viereck und unten ist dann das da. Diese kleine Tür weist auf ein aufwendiges Muster hin. Ja, und ab ins Loch. Und jetzt? Okay. Was das hier? Ja, dann raus da. Ansonsten dürfte jetzt hier nichts weiter passiert sein. Nee. Aber hier hinten ist noch was. Ein Planet fehlt. Wo könnte der wohl sein? Könnte der hier drinne sein? Was ist hier passiert? Holy shit! So.
Das ist da schon noch mal richtig. Okay. Wir fangen einfach mal auf dieser Seite an. So, die zwei sind richtig. So, das und da die Sonne, Viereck, das und das. Es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar dance until I drop my love is a fire.